Ist aber nicht weiter schlimm, das nehmen wir doch gerne mit. Okay, da liegen wieder so Elfen. Okay, noch fünf, da liegt noch eins. Ja, ich glaube, ich räume erstmal auf, bevor ich hier weiter einsammle, sonst bereue ich das noch. Das wollen wir ja nicht. Uah, was ist das denn? Ultramoppel. Gott, du bist ja noch hässlicher als deine Freunde. Aber er hat mich scheinbar noch nicht gesehen. Na, dann wird's aber Zeit. Na, der hat nicht mehr gesessen. Nein, 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 nein. So nicht. Aua. Oh. Heiltrank. Jetzt muss ich aufpassen. Komm mal um. Gut. Magietrank kann auch nicht schaden. So. Solange Edwin mit dem spielt, habe ich ein bisschen Zeit. Schön in die Luft säbeln. Wow! Okay, der hat ein Schild. Oh. Okay, solange er den Schild oben hat, ist Angreifen wohl nix. Aber hat er den jetzt dauerhaft oben? Oder nur vorübergehend? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der geht irgendwann aus. Ja. Edwin ist tot, aber Ultramoppel auch. Gleich. Jetzt. Ich sollte meine Beute einem Schmied zeigen. Sie wird ihn interessieren. Sehr schön. Na, das ging doch nochmal gut. Es war jetzt zweimal sehr knapp, aber... Soll ja auch ein bisschen fordernd noch sein. Und meine Überheblichkeit so ein bisschen bremsen vielleicht. So. Einsammeln. Er ist Castiano. Ich kenne nur Renko. Der steht bei uns im Lager. Fragt sich nur, ob es so klug wäre, jetzt dahin zu latschen. Nicht, dass ich hinterher wieder das gleiche Theater habe wie die letzten Male, als ich auf die tolle Idee kam, Nebenquests abzugeben. Habe ich da was übersehen? Nee, nee, es geht beides irgendwie in dieses Wohnviertel. Hängt immer noch irgendwo was. Vielleicht in dem Haus. Nicht, dass das die letzte Elfenleiche ist. Wäre ein bisschen blöd. Wenn ich die noch übersehen würde. Was ist denn hier noch? Mal kurz durchschauen. Ach Gott, mir fehlen ja noch. Drei. Ich dachte, mir fehlt noch eine. So kann man sich täuschen. Trotzdem, wenn es eine von den dreien ist, ist auch nicht schlimm. Ich nehme den anderen Weg, glaube ich. Ja. Vielleicht... Genau das. Na toll.
gut. Ich hatte gehofft, dass da ein Elf liegt, aber ist wohl nicht. Was ist das für einer? Bitte, hilf uns! Wow, okay. Ja, war gar nicht so blöd, dass ich hier runtergelatscht bin. Sonst hätte ich die Gefangenen jetzt glatt übersehen. Geht zur Stützsäule im Süden der Stadt. Ihr kommt in der Nähe der Klippe wieder raus. Folgt ihr und ihr werdet eine Spalte finden. Geht hinein. Die Elfenarmee ist dort und wird euch helfen. Danke. Wir sehen uns im Lager wieder. Genau. Diese Emotionen. Wahnsinn. So. Und nu? Ich dachte jetzt irgendwie... Okay, ich muss wohl auf jeden Fall nochmal zurück, um das Zeug abzugeben. Das ist ja eine Hauptquest. Ich glaube, vorher komme ich gar nicht weiter hier. Aber nicht, dass ich jetzt was übersehen habe. Oh, hier war ich ja überall schon. Der hat es scheinbar nicht geschafft, oder die, oder das. Da komme ich noch gar nicht rein, okay. Ja gut, hilft ja nichts, dann muss ich wieder zurück. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten nervt. Dieses blöde Rumgerenne. Zieht's nur unnötig in die Länge. Also die Kämpfe, manche Cutscenes und was weiß ich, die sind echt klasse, aber das zieht so ein bisschen runter. Da ist jemand. Na, wo kommst du her? Kannst gleich wieder dahin gehen, wo du herkommst. Und du auch. Und du auch. Ich immer und meine Anspielung. Die richtigen Leute werden es verstehen. Wenn man den Ursprung kennt, ist es nämlich echt witzig. Aber... wenn ich es jetzt erklären würde, wäre es ja blöd. Dann wäre es ja nicht mehr witzig. Ah! Mamma mia, wo kommen die bloß wieder alle her? Aua! Würdest du das ey, spinnst du? Level up, das habe ich ja ewig nicht gesehen. Ja, es hat schon was, wenn man hier durch die Reihen pflügt. Das ist der Wahnsinn, sind die alle wieder da? Dabei habe ich das Gebiet, glaube ich, wenn ich nicht total daneben liege, nicht mal verlassen oder neu betreten. Einfach nur einen Teil der Quest gemacht.
Aber gut, in dem Fall ist es vielleicht sogar logisch zu erklären. Weil die kommen ja von überall und belagern die Stadt. Die anderen Male war es schon blöd, also ja. Ja. Da muss ich jetzt nicht in den Balkon, was es nicht alles gibt. Den habe ich vorhin auch übersehen. Kleinen Moment noch, gleich geht's los. Wenn ich da noch hoch kann und ich da noch nicht war, muss ich das jetzt dringend nachholen. Ups. War eben die Orientierung verloren, Glückwunsch. Ach nee, da war ich ja schon, aber wie komme ich da rüber? Muss da auch einen Weg hinführen. Tja, wie komme ich jetzt da hoch? Ja. Da nicht. Ist alles kaputt da oben. Vielleicht kann man da auch gar nicht hoch. Vielleicht ist das nur für Leute wie mich, um das Spiel ein bisschen in die Länge zu ziehen. Weil ich will da hoch. Und womöglich geht's gar nicht. Ich laufe jetzt noch einmal hier. Bäh. Also da führt kein Weg hoch. Zumindest nicht an den Platz, wo ich hin will. Ich glaube, ich auch schon zuhauf. Ah, das ist wieder die Wand. Ein letzter Versuch. Aha. Das sieht nach was aus, aber ich glaube, da war ich schon. Ich mach's trotzdem einfach mal nochmal. Man weiß ja nie. Wow! Okay, das hätte ich besser nicht gemacht. Das war, glaube ich, das Dümmste, was ich bisher gemacht habe in dem Spiel. Ups. So, wo war das nochmal? Hier. Vielleicht bringt's mir was, wenn ich Attribute verteile vorher. Ach Gott, ich hätte ja hier mein Ultimate Talent. Und ich hab's noch nicht einmal benutzt. Ah, selten dämlich wieder. Das hatte ich, glaube ich, auf der 5 liegen. Nee, also da kann ich jetzt nichts nehmen. Oder? Habe ich was für 2, was mir was bringt? Nicht verfügbar. Was ist hier falscher? Nee, das ist alles nicht so wirklich. Nee, ich warte mal, bis ich 3 habe, dann lohnt sich's noch mehr. So, dann gleich noch einen Anlauf. Und jetzt mal das Ultimate verwenden. Das macht das Ausweichen noch einfacher. Den Mana-Verbrauch übrigens auch.
Das ist auch so eine Art, ja, Slow-Mo. Übermenschliche Reflexe. Sowas in die Richtung. Ist aber gar nicht schlecht. Ich hätte es nur mal früher benutzen sollen. So, und jetzt stelle ich fest, dass ich hier vollkommen umsonst oben war. Naja. Orientierung, wo bist du hin? Du wirst dringend gesucht. Jetzt habe ich genug gesehen von dem Gebiet hier. Los, weg. So. Dann mal wieder ein bisschen Zeit gut machen. Ach. Elfenseelen. Habe ich es jetzt alle? Oder habe ich jetzt erst 19? Ich check den Counter immer nicht. Nee, eine fehlt. Wo soll ich die jetzt hernehmen? Vielleicht liegt hier ja noch eine rum. Sieht aber fast nicht danach aus. Nee. Ich laufe jetzt einfach mal Richtung Lager. Wenn ich Glück habe, liegt da ja vielleicht doch noch mal irgendwo eine. Wäre doch schön, so direkt vor der Haustür. Ein toter Elf nochmal. Nee. Wäre natürlich echt gemein, wenn es wirklich nur diese 20 geben würde. Ich glaube, hier war ich schon überall. Ich könnte jetzt höchstens nochmal in diese Richtung gehen. Na? Wo? Da. Fällt gerade so auf, der Helm ist übelst hässlich von hinten. Na, den habe ich jetzt auch schon wieder eine ganze Weile. Hat wieder ein bisschen gedauert, bis mir das auffällt. Ist aber auch auf der Karte nichts mehr markiert. Eine einzige Elfenleiche bräuchte ich. Eine. Jetzt schleiche ich mal hier durch. Vielleicht liegt ja in irgendeiner Ecke einer. Aber ich glaube, da sieht es schlecht aus. Gucken, ob ich da vorbeikomme, ohne angegriffen zu werden. Gut, Frage hat sich erledigt. Nein. Uah. Jetzt kippt doch um, Mann.
Also ich latsche jetzt hier noch mal ein ganz kleines bisschen entlang. Also wenn da jetzt nichts ist, Richtung Tor vielleicht noch. Aber dann lasse ich es gut sein. Vielleicht sind auch nicht mehr vorgesehen bisher. Aber es würde sich halt anbieten, weil ich eh wieder ins Lager muss. Es kann doch nicht so schwer sein, einen toten Elfen zu finden in einem Gebiet, in dem viele tote Elfen sind. Vielleicht hier noch. Also der Erfahrungsbalk bewegt sich auch kaum noch. Wahrscheinlich sollte ich schon längst ein paar Abschnitte weiter sein. Aua! Oh shit! Noch ein Heiltrank. Also irgendwie sind meine Ausflüge, die ich hier immer wieder mache, Heiltrankverschwendung. Die seinesgleichen sucht. Mann! Elfilein. Put, 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 put. Wo bist du? Aha! Bingo! Hat sich's doch noch gelohnt. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich blamier mich. Dann kann ich jetzt beruhigt ins Lager zurück oder gegen eine Felswand rennen. Wahlweise auch das. Oh Mann. Ich nehme immer jedes Hindernis mit. So. Lager erreicht, mehr oder weniger. Wunderbar. Auch wenn ich gerade schon wieder hängen geblieben bin. Ich hoffe, es hat keiner gemerkt. So, Dele. Du kriegst erstmal die Steinchen. Relma! Hast du eine Minute? Ja. Hast du mal eine Mark? Hier sind alle, die ich finden konnte. Ich bezweifle, dass wir mehr finden. Jeder Stein, den du zurückbringst, ist wertvoll. Ich kann dir nicht genug für das danken, was du bereits getan hast. Du gibst uns unsere Erinnerungen zurück. Ja, dann... Ich lasse dich allein. Gern geschehen. Nicht zu danken. Was bekomme ich jetzt? Nix. Erfahrungspunkte. Naja, gut. Besser als nix. So, habe ich jetzt sonst noch eine offene Quest? Außer das mit der Schmiede, glaube ich, nix mehr. Ja, es ist nur die Frage, welchem Schmied gebe ich es denn jetzt? Ich glaube, ich gebe es dem Renko. Den kenne ich einfach schon viel länger und wir sind sowas wie Homies. Wohingegen der hier irgendwie doof ist. Ja, der ist doof. Der Gang ist auch doof. Mir fällt so viel ein, was noch doof ist.
Doof ist auch, dass ich den nicht ansprechen kann. Zwing mich nicht, es dem anderen zu bringen, Freundchen. Ich kann den nicht ansprechen. Was ist das wieder, so ein scheiß Bug? Okay, weißt du was? Du kannst mich mal. So, bitte. Ich habe gehört, dass du meine Ausrüstung für die Schmiede beschaffen konntest. Ich kann's gar nicht glauben. Hast du den Hammer? Glaub nicht, dass du die erste Wahl warst, Freundchen. Ja, ich habe deinen Hammer. Hier, du kannst damit mehr anfangen als ich. Danke. Endlich kann ich etwas Nützliches tun. All diese verbogene und kaputte Ausrüstung wird wie neu sein. Zumindest werden unsere Soldaten in Würde sterben. Du hast deine Art, die Dinge zu betrachten. Ich habe ein wenig Material. Ich kann's dir verkaufen, wenn du was brauchst. Hervorragend! Nimm's mir nicht übel, aber ich muss mich gleich an die Arbeit machen. Gut, bis später. Ist das nur mein Eindruck oder hatte der komische Augen? Also der sieht aus, als wäre er irgendwie übermüdet, high, irgend sowas. Berichte dem Hauptmann der Freien Klingen von der Situation. Hey, schön dich wiederzusehen. Wie kann ich dir helfen? Vielleicht hat er ja jetzt besseres Zeug. Zeig mir deine Ware. Nachdem ich ihn unterstützt habe. Dank dir kann ich meinen Vorrat aufstocken. Sieh für dich selbst. Genau das meinte ich. Aber davon hat er immer noch nichts. Huh. Nee, trotz Aufstockung immer noch scheiße, was er zu verkaufen hat. Sorry, aber ist so. Pack deine Sachen zusammen. Wir verschwinden so bald wie möglich von hier. Unser Auftrag ist vorbei. Aber Hauptmann, nach allem, was wir hier getan haben... Hör mal zu. Was immer wir auch tun, wir haben keine Chance gegen die Armee der Todwandler. Und ich bringe meine Kompanie doch nicht freiwillig zur Schlachtbank. Ich habe meine Kompanie nicht hierher geführt, um diese Stadt zu retten. Wir sind nur gekommen, weil wir unsere Jungs zurückholen wollten. Mehr stand und steht auch nicht zur Debatte. Bei allen Göttern, Hauptmann, das ist eine wichtige Schlacht. Du musst die Klingen in ihr kämpfen lassen. Jetzt hör mal gut zu, Vulkan. Ich bin der Hauptmann dieser Kompanie, also treffe ich die Entscheidungen. Das gefällt dir nicht? Nicht mein Problem. Also hältst du entweder die Klappe oder du wirst selbst Hauptmann. Aber du verstehst sicher, was das bedeuten würde. Es bedeutet, dass ich mich dir im Zweikampf stellen muss. Du lässt mir keine andere Wahl. Wir müssen in dieser Schlacht wirklich alles aufbieten, was wir haben. Du hast es so gewollt. Ich mache es kurz und schmerzlos. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir gegen den Hauptmann kämpfen.